Die Kernfusion produziert eine Unmenge an Energie und wird deswegen auch als die neue Primärenergiequelle schlechthin gehandelt. Vielleicht schon bald die Lösung aller Energieprobleme weltweit. Ganz vorne im Rennen mit dabei ist auch der Fusionsreaktor namens Tokamak ST40. Bereits im vergangenen Jahr hat er erstmals Plasma erzeugt und wird so als heißer Kandidat gehandelt, mit der bereits in naher Zukunft die Fusionskraft auch kommerziell genutzt werden könnte. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zum Thema Tokamak ST40. Herzlich willkommen bei Klicks und Science and Fiction. Ja, und wie ihr bei WhatsApp mitmachen könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Die Kernfusion wäre ein Riesenfortschritt, um die Energieprobleme dieser Welt in Angriff zu nehmen. Und so tüfteln Forschungsteams weltweit daran. Im Großen und Ganzen ist die Sonne das natürliche Vorbild für das, was während einer Kernfusion passiert. Die Atomkerne von Wasserstoff verschmelzen unter sehr hohem Druck und bei sehr hohen Temperaturen miteinander. Im Gegensatz zur Kernspaltung bilden, vereinfacht gesagt, zwei leichte Atome ein schweres. Die Gesamtmasse des neuen Atoms ist geringer als die der beiden einzelnen. Das, was fehlt, das ist die entstandene Energie. Das Tolle, der ganze Prozess ist sehr viel ungefährlicher als die Atomspaltung in Kernkraftwerken, wie wir sie heute kennen. Denn selbst bei einem Unfall setzt ein Fusionsreaktor nicht die Unmengen an radioaktiver Strahlung frei wie ein Kernkraftwerk. Und zudem haben die radioaktiven Stoffe, die hierbei entstehen, eine Halbwertszeit von Jahrzehnten und eben nicht von Jahrmillionen wie bei einem Atomkraftwerk. Und genau diese Gründe stacheln Forschungsgruppen weltweit an, Fusionsreaktoren immer leistungsfähiger zu machen, damit die von ihnen erzeugte Fusionskraft letztendlich auch kommerziell nutzbar ist. Denn auch wenn die Vorteile der Fusionskraft außer Frage stehen, ist die Erzeugung und Vermarktung von Fusionsenergie weiterhin eine technische und wissenschaftliche Herausforderung. In Großbritannien forscht beispielsweise das private Unternehmen Tokamak Energy daran. Auf der Webseite heißt es: Die Fusion ist die ideale Energiequelle, weil sie sicher ist, die Brennstoffe unerschöpflich sind und die Reaktion kein Kohlendioxid oder langlebigen radioaktiven Abfall produziert. Außerdem würde eine Fusionsanlage nicht viel Platz beanspruchen. Die Tokamak-Fusionsreaktoren funktionieren etwas anders, als wir es beispielsweise vom Stellarator aus Greifswald kennen, denn hier wird das Magnetfeld zum Teil von einem im Plasma fließenden Strom erzeugt. Das Konzept beim Tokamak basiert also auf dem magnetischen Einschluss. Ein Plasma aus Wasserstoffisotopen wird so auf etwa 100 bis 150 Millionen Grad erhitzt. Laut der offiziellen Website von Tokamak Energy besteht die erste Phase des Prozesses darin, Plasmatemperaturen von 15 Millionen Grad Celsius zu erreichen, also so heiß wie das Zentrum der Sonne. Noch in diesem Jahr will Tokamak Energy dann 100 Millionen Grad erreichen. Erst dann würden die geladenen Deuterium- und Tritiumpartikel, die sich normalerweise abstoßen, verschmelzen. Das Ziel des Unternehmens ist es, im Jahr 2025 mit dem ST40 erste Elektrizität herzustellen. Ein wahnsinniger Fortschritt. Und bis 2030 soll dann auch kommerziell nutzbare Fusionsenergie hergestellt werden. Das wäre der absolute Hammer und viel schneller als bei anderen Fusionsreaktoren bzw. Experimenten. Das Konzept des Tokamak-Reaktors ist nicht neu. Es wurde schon 1952 von zwei sowjetischen Physikern in Moskau entwickelt. Nur kurze Zeit später wurden dann auch die ersten Tokamak-Experimente durchgeführt. Der Begriff Tokamak heißt übrigens übersetzt so viel wie toroidale Kammer in Magnetspulen, wobei die Silbe Tok auf Strom hindeutet und somit die Besonderheit des Tokamak-Prinzips hervorhebt, den Stromfluss im Plasma. Im Frühling 2017 wurde Tokamak in Betrieb genommen. Und das erste Plasma konnte erzeugt werden. Dazu hieß es in der Pressemitteilung: Heute ist ein wichtiger Tag für die Entwicklung von Fusionsenergie in Großbritannien und der Welt. Die ST40 ist eine Maschine, die Fusionstemperaturen 100 Millionen Grad in kompakten, kostengünstigen Reaktoren zeigt. Damit kann die Fusionskraft in Jahren, nicht in Jahrzehnten erreicht werden. Das wäre wirklich eine absolute Revolution. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Kernfusion und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet hier meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicksum mitmachen, mir zum Beispiel Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und. Und in der Begrüßungsnachricht unbedingt sorgfältig lesen. Da gibt es ein kleines Goodie. Da haben sich schon viele drüber gefreut. Also einfach hier klicken und natürlich nicht das Abo mit der
genau mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Kernfusion vor dem Durchbruch. Ja, ansonsten, bis dann. Bleibt dran.